Der technische Fortschritt macht auch vor Haartrocknern oder wie wir sie umgangssprachlich nennen, Föhn keinen Halt. Aus dem Grund habe ich mir mal zwei aktuelle Geräte genau unter die Lupe genommen und was sie können, wofür sie geeignet sind, das schauen wir uns jetzt in dem Video mal an. Herzlich willkommen! In diesem Video geht es um den Vergleich von zwei Haartrocknern oder auch Föhnen, wie wir sie ja eigentlich umgangssprachlich nennen, was aber, glaube ich, ein geschützter Begriff ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Geräte, um die es geht, sind zum einen der Leifen Zwift Haartrockner und auf der anderen Seite der Tenski Sky Haartrockner. Beide Geräte wurden mir von den jeweiligen Firmen zur Verfügung gestellt. Das Ganze war aber meine Idee und ich werde für diese Werbung quasi nicht bezahlt. Habe trotzdem hier irgendwo Werbung verlinkt, einfach nur, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Auf den ersten Blick sind beide Haartrockner sehr gut designt und sehen wirklich hochwertig aus. Außerdem fällt auch auf, dass sie recht klein und kompakt aussehen im Vergleich zu älteren Föhnen. Der Leifen Zwift Haartrockner ähnelt auf dem allerersten Blick dem Dyson Supersonic, weil beide eine ähnliche Form haben. Denn wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Leifen Zwift ein ganzes Stück kleiner ist als der Dyson Supersonic und natürlich spart er sich auch den Hohlraum in der Mitte. Der Tenski Sky Haartrockner ist vom Formfaktor nochmal ein Stück kleiner und nochmal ein Stück schmaler. Und er liegt schon wieder von der Gewichtsverteilung so in der Hand, wie man es von einem klassischen Föhn gewohnt ist. Er ist vom Gewicht her sehr neutral austariert und man merkt eigentlich gar nicht, dass man einen großartigen Föhn in der Hand hat. Das ist ein bisschen ungewohnt beim Haareföhnen, aber er ist natürlich sehr entspannend für die Schulter- und Armmuskulatur. Beide Föhne haben eine matte Oberfläche, die eigentlich sehr schmutzresistent ist und auch Fingerabdrücke konnte ich jetzt nach mehreren Benutzen nicht weiter feststellen. Also sie sehen auch, wenn sie schon ein bisschen länger in Benutzung ist, noch immer sehr hochwertig aus und nicht irgendwie dreckig oder unordentlich. Mir persönlich gefällt das doch schon in der clean Design vom Leifen Zwift Haartrockner ein Tick besser. Der Tenski Sky, der hat noch an der Seite noch solche Einkerbungen, die ihm so ein bisschen so einen Retro-Charme geben. Und generell hat er auch so ein bisschen so einen Retro-Future-Charme. Ist nicht so ganz mein Fall. Aber Geschmäcker sind ja da unterschiedlich. Beide Modelle, die ich bekommen habe, wurden jeweils mit einer Föhndüse, die magnetisch befestigt wird und so ein kleines Klick hat. Und das geht beim Tenski Sky einfacher als beim Leifen Zwift, wo man noch ein kleines bisschen nachdrücken muss oder den richtigen Winkel dafür finden muss. Aber das spielt eigentlich keine große Rolle. Und diese magnetische Düse soll eigentlich verhindern, dass selbst wenn die Haartrockner große Hitze erzeugen, die nicht abfällt. Es gibt für beide Haartrockner auch noch ein Paket, jeweils mit einem Diffuser, der auch magnetisch dran hält. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Geräten sind die Bedientasten. Die liegen nämlich nicht so wie sonst an der Seite, sondern jeweils an der Rückseite der Griffe. Das ist ein bisschen ungewohnt, wie ich finde, weil ja die Handflächen, wenn man den Föhn umschließt, auch an der Seite abschließen und man da ja eigentlich das gut bedienen kann. Man muss ein bisschen umdenken und bei den ersten Föhnversuchen ist es mir auch schon passiert, dass ich durch Zufall, weil ich den zu fest in der Hand hatte oder bewegt habe, auf die Tasten, die ja auch durch Druck sehr empfindlich auf Druck reagieren, verstellt habe. Der Tenski Sky Haartrockner hat im vorderen Bereich noch eine Taste, die, wenn man sie drückt, eher zwischen warmer und kalter Luft wechselt, was so ein bisschen dem Fixieren der Styling und der Frisuren hilft. Beim Leifen Zwift ist der Griff für die Hände ein Stückchen länger und der Schwerpunkt ist auch anders. Er liegt weiter oben, sodass man damit relativ gut und relativ ausbalanciert den Hinterkopf erreichen kann und bei langen Haaren ist das sehr von Vorteil, da es einfach ist, so über die Schulter rüber zu tragen und damit den Hinterkopf und die längeren Haarspitzen auch noch trocken zu föhnen. Das macht ihn meiner Meinung nach sehr gut für lange Haare geeignet. Beide Haartrockner haben die Luftansaugung nicht, wie man das sonst kennt, an der hinteren Seite, sondern an der Unterseite des Griffes. Das ist eine sehr praktische Neuerung, die mittlerweile Einzug bei allen Haartrocknern, Föhnen erhält. Ich kann das nur begrüßen, weil im Eifer des Gefechts passiert es schnell mal, dass man den Föhn irgendwie um die Haare herum halt und dass dann die Haarspitzen eingesaugt werden und das ist natürlich, wie ihr euch denken könnt, für die Haarspitzen alles andere als gut. Auch das passiert bei den Luftstützen unten an der Griffseite nicht. Da kommt man eigentlich selten ran. Wobei, ich muss dazu sagen, dadurch, dass der Tenski Sky einen eher kürzeren Griff hat, bin ich mit der Handfläche doch schon mal drüber gekommen und habe einen Großteil der Ansaugstütze verdeckt und ich habe jetzt abgesehen von der Fingerlänge nicht unbedingt die größten Hände. Aber beim Tenski ist es auch so, dass er auch nochmal auf der oberen Seite, da wo man das normalerweise kennt, auch nochmal Luftstütze hat. Also da hat man quasi so die Kombination gewählt. Außerdem hat der Tenski Sky Haartrockner auch noch ein Display hinten. Und das ist doch schon eine sehr innovative Neuerung. Es sieht erstmal so aus, als wenn man das mit Touch bedienen kann, aber es ist eigentlich nur eine Elektronenanzeige. Aber ich finde es schon mal sehr gut, dass man auch eine digitale Anzeige hat, wo man dann sehen kann, was man genau für eine Temperaturstufe und was für ein Gebläse man eingestellt hat. Ich weiß nicht, ob der Ort so die richtige Wahl ist. Wenn ich als Profi hinter dem Kunden stehe und die Haare föhne, ist es für mich gut einsehbar. Wenn ich mir die Haare damit selber föhne, habe ich keinen Blick auf die Rückseite. Das ist so ein bisschen,
Weiß ich nicht. Aber ich finde die Grundidee schon mal gut und ich hoffe, dass das erst der Anfang ist und dass wir in Zukunft noch mehr Möglichkeiten haben, die wir an unseren Föhn individuell auf unsere Haarstärke und sowas verstellen können. Auch der Life in Swift hat ein schönes Element auf der Rückseite, nämlich durch eine bunte LED sehen wir, wenn wir die Temperatur auf kalt gestellt haben, auf mittel oder auf ganz heiß. Das finde ich auch nochmal sehr ästhetisch, ist also eigentlich sehr gut einsehbar, auch wenn man sich selber die Haare föhnt. Auch wenn beide Geräte sehr klein und sehr handlich aussehen, was ein großer Pluspunkt auf Reisen ist, sollte man sich nicht täuschen lassen. Beide Haartrockner haben richtig viel Power. Der Tenski Sky hat auch noch eine besondere Anordnung des Luftstroms, dass er die Stärke des Luftstroms variiert, je dichter man ihn ranhält. Wenn man ihn beispielsweise sehr dicht an die Haare heranhält, bekommt man sehr viel Luftstrom ab. Damit ein bisschen variiert, wird er merklich sanfter. Und das ist gerade auch beim Styling von kurzen oder von feinen Haaren sehr gut. Und vor allem dadurch bekommt man sehr viel Volumen hin. Ich habe heute meine Haare mit dem geföhnt und ich habe kaum was reingemacht. Und normalerweise fallen meine Haare dann schnell wieder in sich zusammen, wenn ich sie nicht so richtig fixiere. Aber mir ist wirklich aufgefallen, dass wenn ich sie mit dem Tenski Sky föhne und ich ein bisschen weiter die Föhnluft weghalte, dass das Volumen wirklich sehr, sehr langanhaltend ist und ich nicht viel in meine Haare zum Styling reinpacken brauche. Das habe ich so von einem Föhn auch noch gar nicht gesehen. Dafür würde ich auch sagen, dass der Tenski Sky Haartrockner für feine Haare eher geeignet ist, da man ja da auch nochmal durch die Steuerung des Luftstroms variieren kann, wie stark man nun das Gebläse haben möchte. Bei feinen Haaren ist es nicht so von Vorteil, wenn man sie mit zu starkem Gebläse daran geht, da eher ein bisschen schwächer und dann eher ein bisschen wärmer die Haare föhnen. Das ist so ein bisschen der Nachteil, den beide Haartrockner haben, wie ich finde. Sie haben nur zwei Gebläsestufen, die man einstellen kann und drei Temperaturstufen. Ich hätte mir, also das ist bei herkömmlichen Föhnen mit eigentlich auch so, dass man bloß zwei Gebläsestufe hat, aber ja, sie sind ja voller Technik und der Fortschritt geht ja weiter. Da hätte ich mir eine dritte Stufe, dass man variieren kann zwischen ganz schwach, mittel und ganz stark gewünscht. Einfach damit man noch mehr Möglichkeiten hat und es noch für mehr Haartypen, wie zum Beispiel auch Locken, sehr hilfreich ist. Der Life in Swift hat diese Variation nicht, dass man je nach Abstand den Luftstrom nochmal variieren kann. Und ich glaube, das ist doch mit Absicht so gewollt. Er hat ein auch sehr starkes Gebläse, das, egal wie weit man ihn weghält, auch fast immer konstant ankommt. Und mit der Eigenschaft, dass er ja eigentlich ergonomischer ist und besser in den Hinterkopf kommt, ist das auch nochmal sehr gut für lange Haare. Denn auch wenn man jetzt nicht direkt an die langen Haare dicht rankommt, schafft es das Gebläse trotzdem, diese sehr glatt zu föhnen und sehr weich und geschmeidig zu machen. Denn ein weiterer Vorteil von beiden Föhnen ist, dass sie natürlich die Ionentechnik besitzen. Kurz nochmal zusammengefasst, bei der Ionentechnik werden der mit Positiv-Ionen geladenen Luft nochmal negative Ionen hinzugesetzt. Diese verhindern eine statische Aufladung der Haare und die Wassermoleküle werden auch im Haar besser verteilt, so dass die Haare nicht so ausgetrocknet werden und vor allem hinterher nicht an Frizz leiden, also diese kleinen abstehenden Härchen, die immer so schön nerven. Aber das ist an der Stelle nur ganz grob zusammengefasst. Was ihr wissen müsst, ist, dass sowohl der Tenski Sky wie auch der Life in Swift sehr schöne Haarstruktur zaubert. Wenn ich beim Life in Swift mit einer Bürste noch zusätzlich föhne, kann ich mir eigentlich hinterher vom Glanz und von der Struktur her ein Glätteisen sparen, weil er die Haare sehr schön weich, sehr schön glatt macht und auch sehr viel Glanz erzeugt. Auch beim Tenski Sky ist das der Fall. Bei dem muss ich ein bisschen dichter rangehen mit der Föhndüse, damit ich auch wirklich die ganze Kraft habe und die Haare wirklich schön geglättet werden. Aber das ist ein Vorteil, den moderne Föhne gegenüber herkömmlichen oder günstigen Föhn haben. Man merkt einfach, die Haare fühlen sich, sind spürbar weicher, sind spürbar gepflegter, man hat kein Problem mit Frizz. Das sind natürlich Nuancen, der zaubert euch keine tolle Frisur wie beim Friseur von ganz alleine. Aber wenn man einen Föhn hat, der das alles kann, hat man sich sehr schnell daran gewöhnt und will das nicht mehr vermissen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Wie ihr vielleicht schon so ein bisschen rausgehört habt, würde ich den Life in Swift Haartrockner aufgrund seiner ergonomischen Form und der Eigenschaft des Gebläses eher für lange und kräftige Haare empfehlen. Und den Tenski Sky, dadurch, dass er diese Eigenschaft hat, dass der Luftstrom durch diese Streuung variiert werden kann, würde ich ihn für kurze Haare, so meine Haarlänge oder noch ein bisschen länger und auch für feine Haare eher empfehlen. Aber er ist auch für lange Haare gut geeignet, wobei ich da so ein bisschen das von der Form her das Problem habe. Ich finde, man kommt damit, wenn man sich selber föhnt, nicht so gut an den Hinterkopf und an die Spitzen. Aber das ist alles Geschmackssache. Ich habe euch für beide Produkte einen Rabattcode nochmal unten in die Beschreibung reingepackt. Und wenn ihr mehr solche Produktvergleich-Videos und Technik-Reviews auch hier auf dem Kanal sehen wollt, dann gebt mir gerne ein Like. Und ich sage an der Stelle wieder vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video.